und herzlich willkommen zu Capris Kreativblog. Ich bin Prini und habe euch heute mein selbstgemachtes Adventsgesteck mitgebracht. Jetzt, wo das Video rauskommt, ist der erste Advent und zu diesem Zweck habe ich diesen tollen Adventskranz erstellt. Ist kein Kranz, aber ich nenne ihn einen Adventszaun. Der Hintergrund des Ganzen ist, meine Schwiegermama hat mir vor ein paar Jahren diesen schönen Zaun geschenkt mit den 4 kleinen Vasen darin. Und er kam bei mir aber so selten zur Nutzung. Und da hatte ich jetzt die Idee, jetzt wo jetzt die Weihnachtszeit wieder losgeht, lass doch mit 4 Vasen etwas Adventliches gestalten, mit Lichtern, die man immer wieder benutzen kann. Ja, und so ist dieses schöne Stück entstanden. Und wie ich diesen Adventszaun gebastelt habe, seht ihr jetzt. Um diese Vasen jetzt zu dekorieren, sind genau 4 Stück, brauche ich LEDs, die hier reinkommen sollen, insgesamt 4 Stück. Im Action habe ich diesen Puder-Deko-Schnee gekauft, also dieser künstliche, der soll dann ja rundherum kommen. Im McGuides habe ich diese Glocken gefunden und die sollen dann hier an die Außenseiten ran. Außerdem habe ich im McGuides diese künstlichen Tannenbaumspitzen gesehen und die mussten auch noch mit. Da muss ich mal gucken, inwieweit die hier mit dran passen. Aus dem Action hat mir Carmen noch den Tacky Clue empfohlen. Der macht sich auch gut, um Servietten anzubringen. Und dadurch, dass der ja auch wasserlöslich ist, macht sich das ganz gut. Und da habe ich dann hier einfach noch ein Plastiknäpfchen und einen Pinsel dafür, um dann eben den Clue aufzubringen und den Schnee auf den Zaun anzubringen. Mein Zaun ist jetzt mit Schnee bedeckt. Es hat mehrere Durchläufe gebraucht, also insgesamt habe ich jetzt 4-mal mit Kleber und Schnee gearbeitet. Es ist immer noch ein bisschen am Trocknen. Zwischendurch habe ich den Kleber auch mal pur benutzt. Deswegen gibt es hier so manche Stellen, die sind ein bisschen weißer, aber ich finde, es sieht dann schon wie frisch gefallener Schnee aus. Es ist auch so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und genau, und jetzt werde ich das erstmal noch ein bisschen trocknen lassen und nun geht es weiter mit den Adventskerzen. Dafür habe ich ja diese 4 Vasen und die werde ich jetzt mit dem Draht versehen, der auch leuchtet. So sieht das jetzt aus. Eigentlich, wenn man das wollte, könnte man jetzt da mit einem Kochlöffel reingehen, also der hier oben reinpasst und das ein Stück runterdrücken. Aber dadurch, dass ja der Zaun recht hoch ist und ich das Licht trotzdem haben möchte, ist das ganz gut, dass sich das hier in dem oberen Bereich befindet. Um zu sehen, wie das jetzt aussieht beleuchtet, muss ich jetzt hier vorne erstmal die Klappe aufmachen. Da ist nämlich hier bei allen so eine kleine Plaste.
hier drauf. Und wenn ich die zumache, dann es werde Licht. Ja, und so möchte ich das jetzt mit allen anderen haben. Deswegen mache ich die anderen vier erstmal außerhalb der Kamera. Und so sind nun alle vier mit einem Leuchtrad versehen. Als nächstes bastle ich noch meinen Zaun zu Ende und dann können die da rein und können dann zu jedem Advent entsprechend angeschalten werden. Falls Interesse daran besteht, diese Leuchtdrähte habe ich bei Amazon bestellt. Ich wollte sie eigentlich im Action kaufen, aber da waren sie mir ehrlich gesagt zu teuer und ich brauchte auch noch mehr davon. Und dann habe ich gleich ein 10er-Set gekauft von diesen Leuchtdrähten und die anderen 6 werden dann für ein anderes Projekt benutzt. Noch ein kleiner Tipp für die, die sowas vielleicht auch irgendwann mal nachmachen möchten. Damit mir die Fernbedienung nicht wegrutscht und man sie ganz einfach einschalten kann, habe ich sie am Glas festgeklebt mit einem ganz einfachen Trick. Ich nehme mir einfach Klebeband, ganz normales, und mache mir ein etwas längeres Stück ab. Lege mir das so, dass das von beiden Seiten klebt. Und das bringe ich jetzt an die Stelle an. Also hier hinten sind ja die kleinen Schrauben und ich möchte das jetzt gerne hier anbringen. Und dann klebe ich das hier einfach fest, da wo ich es haben möchte. Denn dann ist das fixiert, es rutscht mir nicht weg und es hält. Die Alternative wäre wahrscheinlich so ein Klettverschluss, den habe ich aber nicht. Ich hätte noch ein selbstklebendes Magnetstück auf der Rolle, wo es eine A- und eine B-Seite gibt. Aber ich habe mich dazu belesen, dass man Magneten und Batterien nicht zusammenbringen sollte. Deswegen wird es jetzt diese Lösung. Und sollten die Bedienungen gar nicht halten wollen, weil das Klebeband ist auch nicht immer das Beste, habe ich einfach einen Klebestreifen drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber ich habe den einfach dann hier rumgelegt und dann hält es auch. Also es ist ja nichts für die Ewigkeit und irgendwann müssen die Drähte auch ausgetauscht werden, weil die werden auch nicht ewig halten. Aber dafür finde ich es eigentlich vollkommen okay. Im McGuides hatte ich ja noch diese Glocken gefunden. Gab es im 2er-Set und die möchte ich gerne hier draußen dran anbringen. Die sind hier hinten mit so einer Pappe angebracht, die ist nicht selbstklebend, aber das passt ja ganz gut, denn da kann ich ja selbstklebendes doppelseitiges Klebeband anbringen. Und zum Schluss habe ich noch meine künstlichen Tannenzapfen, die ich auch im McGuides gefunden habe. Und die werde ich jetzt einfach nur dazwischen stecken, damit das dann noch ein bisschen grün aussieht. Oder es gibt unterschiedliche Größen. Ich könnte ja eigentlich auch die kleinen hier oben reinstecken. Sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Und dann die großen hier so ein bisschen an die Seite. Und so hat man ein schönes Adventsgesteck, DIY. Nun zum Schluss habe ich mich dazu entschieden, die Tannenzweige rauszunehmen und nur noch die in der Mitte zu lassen. Die restlichen habe ich für eine andere Weihnachtsdeko benutzt, weil Carmen gemeint hat, dass das mit den Zweigen nicht ganz so gut aussieht, denn Zweige wachsen ja horizontal und das war hier einfach nicht möglich. Aber was ich schön finde, der Schnee ist gut angezogen. Ich werde wahrscheinlich Carmens Tipp noch umsetzen, es mit Haarlack zu besprühen, damit es nochmal fester hält. Weil wenn man jetzt drankommt, fängt dann der Schnee doch an, ein bisschen abzubröckeln. Nichtsdestotrotz finde ich es ein sehr gelungenes Adventsgesteck, denn wenn das Video erscheint, ist dann auch schon der erste Advent. Das heißt, ein Licht kann ich dann schon mal anmachen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche noch einen wunderschönen ersten Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin, macht's gut!